Oh mein Gott, wie süß war das denn jetzt? Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder von mir ein Vlog. Ein Vlog von mir. Und zwar befinde ich mich jetzt auf dem Weg zu Selvin. So, ich werde jetzt erstmal zu einem Paketshop fahren, weil dort ein Paket bei mir abgegeben worden ist. Also für mich abgegeben worden ist, da ich nicht zu Hause war. Und danach befinde ich mich dann direkt auf dem Weg zu Selvin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich und auf geht's. Da ist auch schon die Milch. Das ist das Leben einer Mutter und Hausfrau. Nein, Schatz, du bist eine tolle Milch. Aber der Kühl. Elana! Elana, Baby! Guckt euch mal die kleine Prinzessin an. Hallo, mein Schatz! Bitte schneid mein Hallo. Gesicht raus. Hallo, mein Schatz! Die Sally macht sich gerade fertig und ich bin gerade bei der kleinen Elanchen. Sie ist so ein liebes, kleines, süßes Mädchen, ne? Immer nur am Lachen. Ne, Schatzi? Nur mein Schatz? Bist du immer am Lachen, mein Schatz? Ui. Oh, mein Schatz ist müde. Schatz, sie ist müde. Ja? Ist Schatz müde? Wie sie mir zuhört, das ist so schnuffig, ne? So, Planänderung. Eigentlich wollten wir heute drehen und danach mit der Kleinen rausgehen, aber die Kleine ist eingeschlafen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr essen, sondern... Die Mutti muss jetzt spontan was finden und kochen. Soraya macht das. Du machst das schon, Schatz, ne? Das kann ich machen, warum nicht? Was machen wir denn? Was hast du denn? Also Hühnchenfleisch habe ich. Du hast Tushi? Das sieht aus wie bei den Afghanen. Ja, Tushi ist das, ja. Das sieht aus wie bei den Afghanen. Ja, ist bestimmt dasselbe. Hier so gemischt mit Möhren und alles. Ich liebe das. Naja, wir gucken mal. Wir vertreiben die Zeit, weil Elana jetzt meinte, ein Nickerchen zu machen. Wir müssen uns jetzt einfach kleinrichten, ne? Das ist nicht mehr so, dass... Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Oh Mann. So, genau. Was ist das? Ich kenne die Ecke gar nicht von dir. Diese ist meine Rumpelkammer. Echt? Ich sehe schon... Okay, meine Lieben. Wir kochen jetzt was Schönes und dann mal gucken, was uns noch erwartet. Kochen. Wir haben Nuggets reingeschoben und was machen wir jetzt? Wir holen noch was so Brötchen. Ey, ich habe heute echt keinen Bock auf Kochen. Ich auch nicht. Ich hatte die Idee gehabt, ich so, Selvin, lass uns doch einfach Brötchen kaufen. Jetzt gehen wir zum Bäcker. Nuggets im Backofen tun, ist doch auch Kochen, oder nicht? Ja. So, meine Lieben, wir haben gerade gedreht für euch extra 2 Videos. Und jetzt bauen wir nochmal ein Set auf. Ich drehe jetzt nochmal ein Video mit Selvin. Und zwar muss ich erraten, was für Babysachen das sind. Also ich muss erklären, was es ist, aber ich habe keine Ahnung davon. Und guck mal, die kleine Elana. Elana, machst du Sport? Sie liegt hier auf der Matte. Die kleine süße Maus. Guck mal. Guck mal, Elana, sag mal Hallo. Elana ist heute mein Superstar in meinem Video. Nimm mein Schatz? Schatzi? Oh, sie kann so böse gucken, ne? Aber die ist einfach nur, ich möchte sie nur einfach so nehmen und einfach nur abknutzen. Mach ich ja auch schon die ganze Zeit. Die ist nur am Lachen, nimm mein Schatzi? Oh mein Gott, wie süß war das denn jetzt? So, wir chillen gerade noch. Ein bisschen die Kleine ist eingeschlafen. Ja, Mausi ist eingeschlafen. Wir chillen noch jetzt ein bisschen. Und gleich muss ich noch nach Hause. Sachen erledigen. Aber. Selvin verabschiedet sich schon mal von euch. Und wir sehen uns nochmal gleich. Oder morgen. Eher morgen. Also, bis dann. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Ich bin heute mit meiner Freundin Sinem unterwegs. Hi. Und wir dachten uns, komm, nach der Arbeit gehen wir mal ein bisschen aus. Wir gucken mal, was auf den Ringen los ist. Ja, einiges. Ja, ist echt so. Es ist so einiges los. Die Straßen sind irgendwie gesperrt. Aber was ist das? Ist das so eine Punkerparty? Was ist das denn eigentlich? Da sind viele... So eher so Punker, ne? Ja. Die sehen aus so wie die Gamer auf der Gamescom. Mit kurzen Haaren und so bunte Haare haben die so. Punks. Ja. Wir werden euch ein bisschen was zeigen und danach wollten wir zu
Rotana Garten gehen und was trinken. Ich habe voll Bock irgendwie auf Latte Macchiato. Aber wenn ich ehrlich bin, Schatz, ich habe irgendwie voll Bock auf so eine traditionelle italienische Pizza. Wir wollten noch da Pizza essen. Sollen wir eben uns aber da hinten. Orientierung ist auch bei ihr gleich minus 100%. Ja, genau. Ich bin auch so orientierungslos, aber okay. Naja, hier kann man ja auch eigentlich voll gut immer so auch abends essen. Das ist das Coole. Das ist so wie im Urlaub. Weißt du, die haben voll lange auf und dann. Ja, es ist wirklich so. Ich bin so gerne auf den Ringen, auch wenn manchmal die Ringen assi sind. Aber es ist immer so ein Urlaubsfeeling. Also, so. Sollen wir uns keine Pizza holen? Ja. Ja, ne? Ja. Ja, okay. Was willst du? Ich weiß nicht. Ich, am besten glaube ich, ich bin immer so langweilig. Ich nehme immer Margarita. Was? Wieso? Ich will Thunfisch. Okay, komm, wir gucken aber einfach mal. Ja, wir hatten eh nicht vor zu knutschen, von daher. Nicht okay, heute. Nicht heute? Komm, okay, wir gehen Pizza essen jetzt. Ja, okay. So, Pizza ist da. Ich kann es kaum abwarten. Lass uns essen. Ja, mach schneiden. Ja, schneiden. Das machst du. Ja, nein. Okay, dann mache ich das, Schatz. Okay, da sind aber Zwiebeln drauf. Egal. Ich knutsche die auch mit Zwiebeln. Okay, Leute. Genau das wollte ich euch zeigen. Wir haben hier ein Festival in Köln. Und die Straßen sind mal wieder voll. Ich will immer gerne in diesem komischen Körperfestival. Aber es ist nur nicht. Das ist nur die andere Musik. Ups, sorry. Du bist immer gelandet. Ja. Das ist nicht Köln, das ist woanders. Nein, das ist Köln. Wir sind auf den Ringen. Ja, genau. Okay. Hallöchen, meine Lieben, und willkommen schon an zum nächsten Tag. Hi! Hier haben wir wieder die Cinem. Und zwar haben wir uns heute wieder getroffen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir fahren jetzt nach Bonn zu Sephora. Und danach wollten wir noch nach Düsseldorf, ganz spontan. Genau. Weil wir sind immer in Köln unterwegs. Deshalb dachten wir, komm, heute machen wir mal Düsseldorf, ne? Auf jeden Fall coole Stadt. Ja, genau. Ja, okay, ich liebe Merk. Oh, ich meine liebe auch Köln. Ich liebe Merk-Köln. Aber heute dachten wir uns, machen wir mal Düsseldorf. Genau, es war was anderes. Genau, und erstmal geht's jetzt zu Sephora. Und dann schauen wir mal, was uns der Samstag noch mitbringt. Ganz mitbringt. Naja, auf geht's! Sie das Ziel auf der rechten Seite erreichen. Wir fahren gerade durch die Fußgängerzone. Hey, das ist aber voll komisch hier, Schatz. Ja, was mache ich jetzt? Also eigentlich wollten wir zu Sephora. Wenn wir hier nicht rauskommen, dann bleiben wir hier bis morgen. Pack doch. Soll ich hier einfach packen? Ich kann nicht einfach packen. Aber hier ist das doch Sephora. Ja, müssen wir da reinfahren. Aber da ist auch ein Auto, das beruhigt dich irgendwie. Ja, wir sind doch nicht falsch. Dann pack hier. Du musst doch kurz aber hier darf ich doch gar nicht fahren. Sollen wir den nicht hinterherfahren? Los! Verfolgungsjagd! Ich kann ihn doch. Die Kombination von Soraya im Auto und einer Menschenmasse ist nicht gut, Leute. Glaub mir. Boah, Leute, das war jetzt so eine schwere Geburt, einen Parkplatz zu finden. Wirklich, die ganzen Straßen sind so richtig komisch gemacht hier. Die sind mitten in der Innenstadt. Und die Leute fahren einfach zwischen den ganzen Menschen durch. Voll komisch. Voll komisch angeguckt. Ja, aber wir waren ja nicht die einzigen, die durchgefahren sind. Deshalb richtig strange, oder? Ja, oh nein. Jetzt, vor allem mit dem Navigationssystem. Die ganze Zeit rechts, rechts. Wir fahren die ganze Zeit in derselben Gasse durch. Boah. Und dann gucken die uns immer wieder an, so nach dem Motto, als hätten die einen Alien gesehen. Ja, ist so. Und jetzt habe ich Kopfschmerzen, habe jetzt noch mehr Hunger als vorher. Ich habe auch voll Hunger. Naja, wir finden jetzt nur noch Sephora und dann gehen wir was mampfen, ne? Ja. Yes. Okay, wir gehen drauf zu. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich sehe schon direkt den Stand mit Huda Beauty und ich sehe auch, dass es einfach nur leer ist. Ich bin gespannt, was die da noch da haben. Weil ich will die... Ah, die Lipglosse. Okay. Schatz, so fühlt sich auch direkt überfordert, ne? Ich habe einen bestimmten Lipgloss gesehen. Und den suche ich jetzt. Und zwar, ja, Lipgloss. Und zwar, das war so Regenbogenfarben. Aber hier ist Becker und hier ist nicht mehr Sephora. Ich muss aber nachfragen. Warte. Paradies, ne? Ich suche auf jeden Fall diesen Lipgloss. Leute, ihr werdet euch kaputt lachen.
Wir haben nichts bei Sephora gekauft, weil erstens wollte ich nur diese einen Huda Beauty Lipgloss haben. Hatten die nicht gehabt. Und kennt ihr das, wenn ihr zu viel Make-up zu Hause habt, dann kauft ihr nicht nochmal was. Weil ich finde das einfach unvernünftig. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber diese Lipglosse, die ich halt wollte, die kommen im September. Das heißt, wir kommen im September. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Ruhe packen. Genau. Und jetzt gerade stehen wir vorm Rathaus und es sieht so wunderschön aus. Aber ich zeige euch das mal von unten, weil so kann man das nicht sehen. Ich gehe mal runter und dann zeige ich euch mal das Rathaus. Es ist wirklich wunderschön. Oh, Gott. Oha. Jetzt hat die Fresse gefallen. Das kommt davon. Das kommt davon, Soraya. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich nur sagen. Ja, Bonn hat wirklich seinen Charme. Nur mit den Straßen ist das bescheuert. Aber ansonsten ist das hier so, mir kommt das hier ein bisschen so vor wie in Spanien. Aber ich zeige euch das mal. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich wie in einer anderen Welt. Guckt euch das mal bitte an, wie wunderschön das aussieht. Wow. Also ich finde das Rathaus wirklich sehr, sehr schön in Bonn. Wir wollten heute was essen und zwar mal wieder, wir sollten eigentlich italienisch. Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, nur zum Essen gekommen. Boah, kennt ihr diese? Eben Cup gegessen. Wir können immer essen. Oh, kennt ihr diese Steine? Diese Ziegelsteine, wie nennt man das? Ich sag immer dazu zweite Weltkrieg Steine. So richtig schlimm für die Pumps. Nein, die haben ja einen extra Begriff, diese Steine. Ja, ja, genau. Ich hasse die. Vor allem, wenn ihr so Absätze habt, die dünn sind. Katastrophal. Danke für die Info. Danke, Sine. Aber du gehst doch ganz gut. Ich sag doch nicht. Egal, ich will trotzdem was Leckeres essen. Ja. Außer nur Mao. Gestern haben wir Pizza gegessen? Ja. Heute könnte ich wieder Pizza essen, ganz ehrlich. Oder wir essen irgendwas mit Nudeln oder so. So. Ja, genau, Nudeln. Wieder italienisch einfach. Ja, italienisch kann ich immer essen. So, jetzt wird es fahren. Wir fahren übrigens noch nicht mehr nach Düsseldorf. Wieder Planänderung, es läuft nicht nach Köln heute. Echt? Wir fahren nach Köln. Weil wir haben auf Navi gesehen, eine Stunde, ne? Ey, das ist so weit. 72 Kilometer. Ja, wir bleiben lieber doch in unserer Köln. Stadt. In unserer Hood. Hood. So, meine Lieben, wir sind wieder in... Wir sind wieder in unserer Hood nach 10.000 Jahren Parkplatz suchen. Oh ja. Ich habe jetzt nicht so einen großen Hunger, aber wir könnten jetzt eine Kleinigkeit wieder essen. Ne? Es ist gerade dunkel, es tut mir leid, meine Lieben. Wir gehen trotzdem zum Italiener. Ja. Wir gehen auf die Aachener Straße. Ja. Aber jetzt wirklich, das muss jetzt echt funktionieren. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wird es peinlich hier, Sine, für uns beide. Heute hat nichts geklappt. Ist so. Aber wir haben Geld gespart. Oder auch nicht. Nein. Nein. Das wäre schön, wenn. Ja, ist so. Naja, meine Lieben, sobald wir dann unser Restaurant, was wir auswählen, finden, werden wir es euch nochmal zeigen. So lustig, meine Lieben, auch heute tendieren wir wieder zu Pizza. Ganz ehrlich, man kann Pizza immer essen. Ja. Ist so, oder? Ich liebe Pizza. Wir auch. Ich auch. Ist so. Kann man immer essen. Also guten Appetit. Stink. Nein, ich brauch keins. Mach hier nicht vor mir einen auf Etipetete, okay? Ich habe das Gefühl, dass ich... Was hast du für ein Gefühl, meine Lieben? Wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir wollten heute nicht feiern gehen. Auf gar keinen Fall. Und jetzt haben wir 3 Uhr morgens. Wir waren kurz feiern, oder? Nein, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde feiern. Was ist daraus geworden aus einer halben Stunde? 3 Uhr morgens. Ja. Aber ganz ehrlich, egal. Ich schlaf jetzt hier. Ja. Wir sind kaputt. Nein, obwohl, ich bin eigentlich gar nicht so kaputt. Aber weißt du, was lustig war? Was war lustig? Wir haben keinen Alkohol getrunken, aber es war... Wir brauchen keinen Alkohol. Wir trinken nie Alkohol. Und die Leute, die... Dass wir voll besoffen sind. Und dann sagen wir denen auch, Entschuldigung, aber das Traurige ist, wir sind nüchtern. Wir sind so am Lachen, wir tanzen, wir genießen das Leben und so muss es sein. No. Ja, aber jetzt muss auch mal schlafen sein. Die Cinem, du hast hier ein Bett, Schatz. Wenn du willst, übernachte hier. Aber sie fährt lieber nach Hause. Mama schimpft. Mama schimpft
Wenn nicht du wegen dir. Mama schimpft, wenn ich nicht da bin. Weil ich nicht da bin. Also die ist traurig. Und dann wollen wir nicht, dass die Mama traurig ist. Naja, wir sagen jetzt, ja, ist auch so. Meine Mama ist auch ein Engel. Ist sie wirklich? Ich bin ein Bengel. Naja, meine Lieben, wir wünschen euch eine gute Nacht. Und ja, tschüss. Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin heute relativ spät aufgestanden. Ich glaube, ich war heute 12 wach. Ich habe mich ja ein wenig fertig gemacht, habe mir jetzt mein Buch geschnappt und ich werde jetzt einfach mal rausgehen, auf eine Wiese sitzen und ein Buch lesen und mal ein wenig für mich sein. Weil ich denke, wenn man so ein bisschen Action hatte, ein paar Tage, sollte man halt auch Momente genießen, wo man alleine ist. Ich lese das Buch, das Praxisbuch für jeden Tag von The Secret. Und zwar ist das so ein Buch, was uns Menschen dabei hilft, immer positiv zu denken und dass wir selber mit Gedanken unser Leben positiv verändern können. Genau, ich werde das Buch jetzt lesen. Ich werde es euch auch gerne unten in der Infobox verlinken, damit ihr darauf zurückgreifen könnt. Und ich würde sagen, ich danke euch mal wieder fürs Begleiten. Ja, ich hoffe, dass ihr auch alle Spaß hattet an meinem Vlog. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Mua. Eure Soraya. Ciao.